Es ist der 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit, als die bemannte Raumfahrt einen absoluten Meilenstein erreicht. Im Rahmen der weltweit beachteten Apollo 11-Mission gelingt es den Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin, als erste Menschen in der Geschichte einen Fuß auf die Oberfläche eines fremden Himmelskörpers zu setzen. Doch allen darauf folgenden Mondlandungen und Erforschungsmissionen zum Trotz sind wir noch immer weit davon entfernt, jedes Geheimnis unseres stetigen Begleiters entschlüsselt zu haben. So wird die Liste der fesselnden Mondentdeckungen heutzutage noch immer regelmäßig um gleichermaßen spannende wie aufschlussreiche Einträge erweitert. Welche unerwarteten Funde die Experten in der letzten Zeit auf dem Erdtrabanten verzeichneten und was es mit der gigantischen Struktur unterhalb der Mondoberfläche auf sich hat, zeigen wir euch in unserem heutigen Video. Ihr könnt euch für die bahnbrechenden Entdeckungen und die einzigartigen Schauspiele im Universum begeistern? Dann denkt daran, The Simply Space zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um regelmäßig mehr über diese aufregenden Themen zu erfahren. Mit einem Daumen nach oben zeigt ihr uns, dass wir euch mit den Inhalten unserer Videos spannend informieren können. Gigantische Struktur unter der Mondoberfläche. Der Erdmond wird von einem der größten erhaltenen Krater im gesamten Sonnensystem geziert, dem sogenannten Südpol-Aitken-Becken. Bevor ihr euren Blick nun hoffnungsvoll zum Firmament richtet, um selbst einen Blick auf dieses faszinierende Gebilde zu werfen, müssen wir euch leider sagen, dass euch dies nicht vergönnt sein wird. Denn tatsächlich befindet sich der größte Einschlagskrater auf dem stetigen Begleiter der Erde auf der sagenumwobenen Rückseite des Mondes. Wie es der Name des imposanten Beckens bereits verrät, erstreckt es sich vom südlichen Pol des Himmelskörpers bis hin zum Aitken-Krater. Sein Durchmesser wird mit einem Wert von 2240 Kilometern angegeben. Anbrennschätzungen zufolge beläuft sich der Durchmesser dieses gewaltigen Kraters sogar auf 2500 Kilometer, wobei er zwischen 12 und 13 Kilometer in die Tiefe ragt. Nun haben Forscher eine nicht weniger beeindruckende Struktur unterhalb der Krateroberfläche entdeckt, welche in den Reihen der Fachleute sogleich hohe Wellen schlagen sollte. Ein knapp 2,2 Milliarden Kilogramm schweres Gebilde, welches sich über eine Tiefe von über 300 Kilometern erstreckt. Doch worum könnte es sich bei dieser geheimnisvollen Struktur im Detail handeln? Nicht wenige Experten vermuten, dass die gewaltige Masse von eben jenem Asteroiden stammt, welcher das Südpol-Aitken-Becken einst gebildet hat. Um sich die schwer greifbaren Ausmaße dieser Entdeckung einmal nachvollziehbar vor Augen zu führen, setzte Peter B. James, seines Zeichens Hauptautor der durchgeführten Studie, den extremen Fund in einen irdischen Kontext. So ist die Gesamtgröße der unterirdischen Mondstruktur etwa fünfmal so groß wie die Big Island von Hawaii. Erlangt wurde dieser erkenntnisbringende Blick in die Tiefe indes im Rahmen des Gravity Recovery and Interior Laboratory Programms der NASA. Innerhalb der Mondmission, die zwischen den Jahren 2011 und 2012 durch zwei unbemannte Raumsonden absolviert wurde, versprachen sich die Experten, aufschlussreiche Informationen über den inneren Aufbau des Erdsatelliten zu gewinnen. Im Detail wurden dazu subtile Veränderungen im Gravitationsfeld des Trabanten gemessen. Die auf diese Weise gewonnenen Daten können wiederum genutzt werden, um auch die innere Zusammensetzung unseres natürlichen Begleiters zu untersuchen. Im Rahmen ihrer Arbeit stießen die Forscher schließlich auf eine unerwartet große Masse, die unterhalb des Südpol-Aitken-Beckens versteckt liegt. Wie bereits kurz erwähnt, fußt ein Erklärungsansatz darauf, dass dies das Metall des Asteroiden ist, der die Einschlagsstelle einst bildete. Die diesbezüglich durchgeführte Computersimulation zeigt, dass es tatsächlich möglich ist, dass das entsprechende Material im Mondmantel eingebettet wurde, anstatt in Richtung des Kerns abzusinken. Ein alternativer Erklärungsansatz sieht den Ursprung des gigantischen Gebildes wiederum in der Verfestigungsphase des Himmelskörpers. Demnach könnte sich die unterirdische Konzentration dichter Oxide während des Abkühlens und Absinkens des ursprünglichen Magma-Ozeans gebildet haben. Das Südpol-Aitken-Becken rückt jedoch auch aus einem anderen Grund immer wieder in die wissenschaftlichen Schlagzeilen. Es konnten dort nämlich bereits Hinweise auf Wassereisvorkommen ausgemacht werden. So werden die tieferen Stellen der Einschlagsstelle niemals vom Sonnenlicht beschienen, was folglich optimalen Voraussetzungen für die dauerhafte Existenz von Wassereis gleichkommt.
krachende Felsstürze. Wie gewaltig die natürlichen Kräfte sind, die auf den unterschiedlichen Himmelskörpern des Kosmos wirken, wird uns auch klar, wenn wir einen Blick auf einen spannenden Mondprozess werfen, der sich unserem irdischen Blick normalerweise entzieht. Den sogenannten Felsstürzen. Im Rahmen dieser Vorgänge geraten viele Meter hohe Gesteinsbrocken in Bewegung, ehe sie donnernd in die Mondtäler stürzen. Dabei gerieten die Spuren, welche die Felsstürze auf der Oberfläche des Erdtrabanten hinterlassen, bereits im Rahmen der ersten Apollo-Missionen in den Fokus. Zwar gelang es den Astronauten damals, einige der entstandenen Bodenschneisen in Augenschein zu nehmen und Gesteinsproben zu sammeln, doch eine allgemeine Übersicht über die Häufigkeit und Verbreitung von Felsstürzen zu erstellen, stellte über viele Jahrzehnte hinweg eine unüberwindbare Aufgabe dar. Bis jetzt. Denn tatsächlich gelang es einem Expertenteam der ETH Zürich vor wenigen Jahren, erstmals eine umfassende Karte dieser einzigartigen Gesteinsbewegungen anzufertigen. Im Rahmen des Projekts wurden über 2 Millionen Aufnahmen der Mondoberfläche analysiert. Um dieses aufwendige Unterfangen zu stemmen, kam wiederum ein eigens programmierter Suchalgorithmus zum Einsatz, der dazu in der Lage ist, autonom zu lernen und die typischen Felssturzspuren eigenständig auf den Satellitenaufnahmen zu erkennen. Die auf diese Weise entstandene Karte, die einen Bereich zwischen 80 Grad nördlich und 80 Grad südlicher Breite abbildet, zeigt schließlich über 135.000 Felsstürze mit Durchmessern von mindestens 2,5 Metern. Folglich ist es den Forschern von nun an auch vergönnt, die erfasste Verteilung und Häufigkeit in einen größeren Kontext zu stellen und herauszufinden, was das Auftreten von Felsstürzen auf fremden Himmelskörpern verursacht. In der Vergangenheit hatten die Wissenschaftler noch die Annahme vertreten, dass die Bewegungen der Felsmassen vor allen Dingen von Mondbeben ausgelöst werden. Eine Vermutung, die sich im Zuge der neu gewonnenen Erkenntnisse jedoch nicht bewahrheiten sollte. Denn tatsächlich scheinen hierbei insbesondere die Folgen von Asteroideneinschlägen involviert zu sein. Im Detail sollen die entsprechenden Einschläge direkt oder indirekt über 80% aller Felsstürze auf dem Mond verursachen. Demzufolge treten Felsstürze besonders häufig in der direkten Nähe von Kraterwänden auf. Während sich manche dieser gewaltigen Brocken bereits unmittelbar nach dem Impact lösen, werden andere erst deutlich später in Bewegung versetzt. In anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies nichts anderes, als dass die Einschläge der Vergangenheit die Oberfläche des Mondes bis zum heutigen Tage aktiv mitgestalten. Doch wie ist das möglich? Die Experten vermuten diesbezüglich, dass infolge der Einschläge ein unterirdisches Netzwerk aus Rissen gebildet wird. Auf diese Weise können Bereiche der Oberfläche auch nach enormen Zeitspannen noch in Bewegung versetzt werden. Wie sich diese zeitversetzte Mobilmachung des Gesteins in der Realität gestaltet, wird uns klar, wenn wir uns vor Augen halten, dass sich selbst in jenen Kraterregionen, die bereits vor 4 Milliarden Jahren entstanden, heutzutage noch immer Spuren frischer Felsstürze finden lassen. Molekulares Wasser. Dass der Mond in Wahrheit nicht so trocken ist, wie er auf den ersten Blick erscheint, ist der Fachwelt bereits seit längerer Zeit bewusst. Nichtsdestotrotz sorgte die Schlagzeile, die vor einigen Monaten veröffentlicht wurde, nicht nur in den Reihen der Experten für helle Aufregung. In Wahrheit scheint der Erdtrabant nämlich weitaus größere Wasservorkommen zu beherbergen, als es die Forscher zuvor angenommen hatten. Möglich gemacht wurde diese aufregende Erkenntnis durch den Einsatz von SOFIA, ein Flugzeug vom Typ Boeing 747SP, welches in einer Höhe von 13,7 Kilometern fliegt und mit einem speziellen 106-Zoll-Teleskop ausgestattet ist. Und tatsächlich gelang es einem Team rund um Casey Hornobal bei einem dieser Forschungsflüge, die Existenz von molekularem Wasser auf der Mondoberfläche nachzuweisen. Das Unerwartete? Der fesselnde Fund wurde in einer Mondregion verzeichnet, die von der Sonne beschienen wird, am Krater Clavius. Im Detail verbergen sich die Wassermoleküle in mikroskopisch kleinen Glaskugeln sowie zwischen den Körnern des Regoliths. Die Menge des entdeckten Wassers entspricht dabei dem Inhalt eines herkömmlichen 0,3 Liter fassenden Trinkglases. Allerdings verteilt sich das molekulare Wasservorkommen dabei über eine Fläche, die der eines 105 x 68 Meter großen Fußballfeldes entspricht.
Bereits die Raumsonden Deep Impact und Cassini konnten in der Vergangenheit Hinweise für das Vorhandensein von Wasser auf dem Erdtrabanten finden. Das Problem der damaligen Messungen bestand allerdings in der Tatsache, dass die eingesetzte Wellenlänge der Infrarotstrahlung nicht zwischen tatsächlichen Wassermolekülen und sogenannten Hydroxylradikalen unterscheiden konnte, die lediglich aus einem Sauerstoff- und Wasserstoffatom bestehen. Dank des Einsatzes des komplexen Stratosphärenteleskops von SOFIA können die Forscher nun jedoch mit Sicherheit sagen, dass das molekulare Wasser auf unserem Satelliten zweifelsfrei existiert. Besonders verblüffend mutet die Tatsache an, dass die Wassermoleküle in einer Region nachgewiesen wurden, die sich auf bis zu 120 Grad Celsius aufheizt. Wieso das Wasser dort trotz dieser Begleitumstände nicht verdampft, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Eine Theorie besagt, dass die Wassermoleküle über Mikrometeoriten auf den Mond gebracht werden und sich dort im Gestein ablagern. Darüber hinaus könnten die Wasservorkommen aus tiefer gelegenen Mondschichten infolge größerer Einschläge an die Oberfläche des Himmelskörpers gelangen. Der Sonnenwind könnte hierbei ebenfalls eine zentrale Rolle spielen, indem er Wasserstoffatome auf den Satelliten befördert, wo sie schließlich zu Wassermolekülen werden. Doch auch zu jenen Mondregionen, in denen das Wasser in Form von Eis vorliegt, gibt es neue Informationen. Die entsprechenden Stellen, die stets im Schatten liegen, werden als Kältefallen bezeichnet. Neue Daten deuten darauf hin, dass 40.000 Quadratmeter der Mondoberfläche als ebensolche Kältefallen fungieren und folglich auch Wassereis beherbergen könnten. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Was denkt ihr über die gewaltige Struktur unterhalb der Mondoberfläche und die neuesten Erkenntnisse über den stetigen Begleiter der Erde? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zu unserem heutigen Beitrag doch ganz einfach unten in die Kommentare. Ihr habt Lust auf weitere spannende Videos rund um das Thema Weltall? Dann werft zum Abschluss gerne auch noch einen Blick auf die anderen Beiträge unseres Kanals, zu denen ihr gelangt, indem ihr jetzt auf eines der Bildchen im Abspann klickt. Vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.